Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder was zum Thema Ernährung. Heute koche ich mit euch Spaghetti Pomodoro, natürlich Vollkornspaghetti, ganz klar. Ich werde euch natürlich alles erklären, wie es geht. Die ganzen Nährwerte von gesättigte Fettsäuren bis ungesättigte, bis Eiweiß, bis Kohlenhydrate, bis natürliche Kalorien, damit ihr wirklich eine komplette Angabe habt, was ihr letztendlich zu euch nehmt. Ich persönlich kann nur sagen, es ist mein absolutes Lieblingsessen, was die, sag ich mal, Diätessen angeht, weil es ist einfach so ein bisschen so normal und ich als Mensch, der Gemüse nicht so mag, kann da wirklich sehr gut mit leben und habe ich mir gedacht, das muss ich mit euch teilen. Deswegen gibt es heute ein Kochvideo und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, jetzt sind wir eigentlich auch schon fertig. Das Ganze hat keine halbe Stunde gedauert und ist auch für mehrere Personen im Prinzip im gleichen Aufwand machbar. Also seid ihr alleine oder seid ihr zu zwei, zu dritt, zu zehn, es ist wirklich im Prinzip genau das Gleiche. Ihr müsst einfach nur ein bisschen mehr davon machen, habt aber keinen Mehraufwand, außer ihr habt 100 Leute und euer Topf ist langsam zu klein, aber das glaube ich jetzt eher nicht. Deswegen kann ich wirklich das empfehlen, sei es für einen alleine, sei es als Familienessen. Das mag auch eigentlich jeder, selbst die wählerischen Personen mögen das in der Regel. Von daher ist es wirklich, wirklich unkompliziert und kann sehr, sehr vielfältig angewendet werden. Meiner Meinung nach ist es wirklich ein absolut super Essen. Es schmeckt super, es ist einfach sehr nahrhaft, was das Sättigungsgefühl angeht. Und trotzdem hat es nicht allzu viele Kalorien mit etwas mehr 500. Als Hauptessen ist es total in Ordnung, meiner Meinung nach. Und ich hoffe natürlich, dass ihr das vielleicht nachkocht. Vielleicht kennt ihr das Rezept natürlich auch schon. Oder ihr versucht es einfach. Und vielleicht könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr es probiert habt. Wenn ja, wie es euch geschmeckt hat. Ob ihr es gut fandet oder nicht. Ob ihr was verändert habt oder nicht. Ob ihr natürlich Tipps habt oder selber irgendwelche Rezepte, die ihr vielleicht mal gerne sehen würdet. Oder ausprobieren würdet bei mir auf Videos sozusagen.
einfach in die Kommentare hauen. Ich freue mich über jeden Kommentar, ich freue mich über jeden Like und natürlich über jedes Abo, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder dabei. Nächste Woche gibt es wie immer um Donnerstag um 15 Uhr eine neue Folge. Ich wünsche euch bis dahin ganz, ganz viel Kraft für eure Ziele und wir sehen uns. Tschüss!